Wir haben eine Premiere. Am 9. Mai werden wir das erste Mal in Berlin die Lange Nacht der Industrie veranstalten. Eine Veranstaltung wie die Lange Nacht der Industrie halten wir für sehr, sehr gut. Dass sie das erste Mal jetzt hier in Berlin stattfindet, denken wir, dass es auch weitergehen wird damit. Denn es ist eine wunderschöne Gelegenheit, sich kennenzulernen in ungezwungener Atmosphäre. Wir hatten in Berlin Anfang der 90er Jahre circa 200.000 Arbeitsplätze in der Industrie. 10 Jahre später waren es weniger als 100.000. Und erst in den letzten Jahren sind wieder einige dazugekommen, sodass wir sagen können, wir haben eine leichte Aufwärtsentwicklung der Berliner Industrie. Das ist schön, aber nicht ausreichend. Eines der Ziele, die wir mit dem ehrgeizigen Projekt verbinden, ist, die Berliner Industrie attraktiv zu machen für die Absolventen unserer zahlreichen Hochschulen und Ausbildungsstätten. Es ist nämlich nicht einzusehen, warum viele, viele junge Menschen in Berlin bestens höchst qualifiziert ausgebildet werden und dann nicht bei uns in Berlin arbeiten. Wir werden insgesamt an die 30, 40 Industrieunternehmen besuchen, die ihre Pforten öffnen, die einen Blick hinter die Kulissen gestalten. Eines davon wird das Unternehmensnetzwerk Motzner Straße sein. Im Süden Berlins sind wir eine Ansiedlung von Industrieunternehmen, 200 Unternehmen mit insgesamt 5000 Arbeitsplätzen. 10 Unternehmen aus unserem Kreis werden sich in der neu gebauten Halle der Firma in der Treusicke präsentieren. Ich freue mich deswegen ganz besonders, dass uns Herr Treusicke von der Firma in der Treusicke heute selber zu sich eingeladen hat und dass wir die Möglichkeit haben werden, sein Unternehmen heute zu zeigen, als Beispiel für viele, viele andere. Als inhabergeführtes mittelständisches Familienunternehmen sind wir uns bewusst, dass wir gute Produkte nur herstellen können über qualifizierte Mitarbeiter, denn die Mitarbeiter sind die Seele der Firma. Die Lange Nacht der Industrie ist für uns auch eine gegebene Plattform, um uns unseren Nachbarn in Anführungszeichen am neuen Standort vorzustellen, um den Menschen in dieser Gegend die Industrie nahezubringen. Des Weiteren wollen wir natürlich auch potenziellen neuen Mitarbeitern für unseren Bereich, für unsere Treusicke Gruppe, die Möglichkeit bieten, sich ihren eventuell zukünftigen Arbeitsplatz anzusehen. Berlin hat viele Arbeitsplätze. Berlin hat Industriearbeitsplätze, sichere Industriearbeitsplätze, attraktive, zukunftsgerichtete Industriearbeitsplätze. Und dafür wollen wir werben. Das ist einer der Gründe für die Lange Nacht der Industrie. Denken Sie an den 9. Mai und wir sehen uns da. Ich freue mich drauf, ich freue mich auf die Gespräche mit Ihnen und bin sicher, es wird ein interessanter Abend für Sie und für uns.